Dadurch, dass wir dieses Jahr ein Video produzieren, ist die Richtung des Tanzes einfach verändert worden. Weil normalerweise tanzen wir immer zu einem Spiegel und zu einem Publikum. Und dieses Mal war es aber so, dass wir in alle Richtungen tanzen können, da die Kamera aus allen Perspektiven filmen kann und es keine feste Richtung gab. Und das gibt dem Tanz einfach eine ganz andere Freiheit, als es sonst üblich ist. Das war für mich als Coach eine Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber auch für die anderen Teilnehmer und besonders für die Älteren war es eine Herausforderung, das vernünftig hinzubekommen. Die brauchten auch viel Geduld. Aber was ich besonders schön fand oder was auch mein Ziel war in dieser Woche, ist, dass, wie es im Hip-Hop üblich ist, each one teach one. Und das hat einfach super gut funktioniert. Das heißt, die älteren, schon erfahrenen Tänzer haben sich um die Jüngeren gekümmert, haben denen Sachen beigebracht, haben mir dadurch natürlich auch Arbeit abgenommen. Aber einfach die Atmosphäre war dadurch viel, viel schöner. Ja, wir hatten ja das Thema Angst und das ist für jeden Menschen so ein bisschen individuell. Also jeder hat ja tiefere Ängste. Das war nicht so einfach, das halt unter einen Hut zu bringen in einem Video. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir jede Angst symbolisieren. Und wir haben die verschiedenen Ängste werden symbolisiert von Tänzern. Und es gibt einen Hauptdarsteller, das ist auch der Linus, der läuft praktisch weg und ist am Ende gezwungen, sich seinen Ängsten zu stellen. Und wir haben auch an sich über Ängste gesprochen und ich wollte halt die Herangehensweise der Teilnehmer wissen, wie sie mit Angst umgehen. Und da kam genau das halt raus, dass der einzige Weg ist, sich seinen Ängsten zu stellen, dass du halt nicht immer weglaufen kannst. Und ich glaube, das war auch eine Message, die ich den Teilnehmern auf jeden Fall mitgeben konnte und wo ich glaube, dass es sie auch im weiteren Leben über das Projekt hinaus einfach weiterbringt, dass sie merken, okay, da ist irgendwie ein Widerstand, da ist eine Angst da und es bringt nichts, sie wegzuschieben oder wegzudenken, sondern man muss sich einfach manchmal seinen Ängsten stellen, um das zu durchbrechen und dann weiterzukommen. Auf jeden Fall gibt es viele besondere Momente, die ich jetzt von der Woche mitnehme. Vor allem in meiner Gruppe gab es den Johannes, 9 Jahre alt. Und direkt am ersten Tag, als ich gesagt hatte, ich habe noch nie Breakdance gemacht, kam er auf mich zu, hat mir direkt Sachen beigebracht. Das war auf jeden Fall sehr besonders, weil es passiert nicht alle Tage, dass ein 9-Jähriger einem 17-Jährigen was beibringt. Außerdem besonders fand ich es, vor der Kamera mal zu stehen, so einen Kurzfilm zu drehen, das war was komplett Neues für mich. Hat auch viel Spaß gemacht und ich bin extrem gespannt auf das Endprodukt. I'm going through changes, I'm going through changes. Though I'm going through changes, don't mean that I'll change. Ja, die Stimmung in diesem Jahr war mega, mega gut, auch zu unserem Überraschen. Die Jugendlichen sind super gut damit umgegangen, dass wir ihnen eine Alternative bieten konnten. Aufgrund der aktuellen Situation konnte es ja kein Bühnenprogramm geben und die Alternative, dass wir Videoproduktion machen konnten, ist einfach mega gut angekommen. Das war echt große Klasse und auch die Thematik, sich mit den Ängsten und Sorgen auseinanderzusetzen, das ist auch sehr gut angekommen und ich glaube, wir Erwachsene vergessen oft, dass Jugendliche auch Ängste und Sorgen haben. Und deswegen war das Thema einfach sehr aktuell. Ja, ich hatte eine großartige Gruppe. Also ich hatte nur Tänzerinnen, die alle
auch viel mitgebracht haben. Also die waren keine Anfängerinnen, sondern haben alle Erfahrungen in dem Tanzbereich. Und das Besondere in der Gruppe war, dass sie nicht nur harmoniert haben, sondern dass die alle auch unterschiedliche Stile mitgebracht haben. Alle Unterricht bei unterschiedlichen Dozenten, an unterschiedlichen Institutionen und bringen irgendwie Erfahrungen aus dem Bereich Breakdance, Hip-Hop, Ballett. Und das war so schön, das alles zu vereinen. Und das haben wir auch versucht, thematisch irgendwie zu vereinen und zusammenzubringen. Und die Gruppe hat super toll harmoniert und es war eine mega starke Gruppe, die auch Lust hatten, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und das war wirklich sehr, sehr besonders, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie sich der Thematik, ihre Ängste und Sorgen, sich tänzerisch so annehmen. Und das hat mich als Dozentin, muss ich sagen, sehr, sehr berührt, weil wir auch viele intensive Gespräche geführt haben über deren Persönlichkeit und was sie wirklich beschäftigt. Und die Gespräche waren sehr, sehr tief und teilweise auch sehr persönlich. Und das fand ich großartig. Und das macht auch das Besondere aus, hier im Kreijugendclub zu arbeiten, weil wir einfach Jugendliche haben, die so offen sind und die so großartig sind. Ich habe Angst. Angst, dass es kalt bleibt. Ich frage mich, was ich verlieren werde und was mein Halt bleibt. Vielleicht schlafe ich bald ein. Die Woche war sehr gut für mich, mit den ganzen kreativen Leuten zusammen zu arbeiten. Das war das erste Mal, dass ich hier bin und ich war echt überrascht, so dass man sich direkt so gut verstanden hat am ersten Tag. Wir haben zum Thema Angst geschrieben, unseren Song, auch mit der Atmosphäre, die ein bisschen trauriger, ein bisschen ängstlicher sein soll. Also wir wollten schon immer, Miriam und ich, einen Song zusammen machen. Jetzt war das endlich mal möglich. Ja, genau, und dann haben wir uns zusammen hingesetzt, haben einfach ein paar Ideen aufgeschrieben, haben dann jeder so bei sich zu Hause im Bus Text überlegt. Wir haben den Beat am ersten Tag schon gemacht und dann konnten wir halt darauf direkt schreiben. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung, auch zu sehen, wie man in kurzer Zeit sowas Gutes kreieren kann und sowas Kreatives kreieren kann. Also es war eine sehr gute Woche. Hey yo, it's a big man thing. You lot, listen. I run like this and I run like that. My chopper go boom, then click, click, clack. If that's my brother, then I got his back. It's all life this and it's all life that. Wir haben erstmal Ideen gesammelt und einfach kurzes Brainstorming zur aktuellen Lage. Haben dann halt die Texte geschrieben und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben hier die Videos, Schneemaschine, also ganz viel Action eigentlich und ist mal auch Abwechslung, sag ich mal, Videos zu machen, anstatt mal einen Auftritt. Ist ja auch mal eine Plusseite. Ich bin und switche den Flow, in der Hut und ich schieb mit dem Bros. Vertrau mir, bin niemals alone. In die Cops, ich komm in die Zone. Il va seul mal la couleur de peau. In les joueurs prêt dans les joueurs. Ich fand es interessant, da wir diesmal anders rangegangen sind. Wir haben da ganz anderen Beat benutzt, anderes Subgenre. Es war Drill und damit habe ich noch nie wirklich rumhantiert und ich war echt am Anfang geschockt, wie schwierig das ist. Also ich habe es mir viel leichter vorgestellt und Jamal hat mir da echt weitergeholfen, wie man da so drauf rappt und so weiter. Und letzten Endes haben wir dann ein echt gutes Projekt rausbekommen. Ja. Bei Jamal ging das viel um Polizeigewalt und da er halt in England aufgewachsen ist und so weiter und ist gerade ziemlich aktuell ist das Thema. Und bei mir ging es auch im französischen Teil so um die Polizeigewalt und halt im ersten Teil, im deutschen Teil, halt um meine Ängste, was die Zukunft betrifft. Also meine persönliche Zukunft, sei es nicht erfolgreich zu sein, meine Ziele nicht zu erreichen. Man nannte mich schon in der Kindheit die Starke. Im Rückspiegel siehst du, wie ich den Metz parke. Glück spiele, weil ich aufs große Los warte. Meine größte Angst, dass ich versage. Stellt mir keine Fragen, denn ihr seid Blamage. Redet über Plantagen, alles Fassaden. Mein Leben ist nie perfekt. Die Stimmung war anfangs natürlich durch die Masken, war die Stimmung zuerst anders als in den letzten Jahren, aber es war trotzdem irgendwie gut, aber man merkte, dass irgendwie Zurückhaltung irgendwie herrschte. Und im Nachgang, als wir dann hier zusammensaßen und das Thema nochmal bearbeitet haben und darüber gesprochen haben, ich Beats abgespielt habe, wurde es immer lockerer und dadurch ist das freie Arbeiten dann auch entspannter geworden. Wie ein Teufelskreis, kämpf mich raus aus der Schleife, bis der Teufel weint. Keiner weiß, was die Zukunft noch bringt. Keiner weiß, was uns noch alles gelingt. Keiner weiß, was die Zukunft noch bringt. Sehr bemerkenswert finde ich einfach dieser Grundgedanke, dass wenn man in einer Krise steckt,
dass man es durch Eigeninitiative und durchs Umdenken irgendwie schafft, aus dieser negativen Situation etwas Positives zu machen. Und ich denke, dass wir das mit diesem Projekt erreicht haben. Dass wir einfach geschaut haben, okay, gut, was können wir tun, damit wir genau dasselbe Feeling und genau dieselbe Energie transportieren können wie in den letzten Jahren. Und das ist uns definitiv mit diesem Projekt mehr als gelungen. Ich hab immer alles weggesteckt. Mein Leben lief nie perfekt. Aber zu viel gesehen, zu viel Dreck. Also ich bin dieses Jahr schon zum 4. Mal bei Roots & Roots dabei und ich fand es krass, wie wir eigentlich jedes Mal schaffen wir in der Woche so viel, wie wahrscheinlich viele Menschen im Jahr nicht. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass gestern der produktivste und krasseste Tag war, weil wir haben so viel geschafft einfach. Also wir waren in der Villa Zanders und haben ein Musikvideo gedreht, dann hier in der Krea hatten wir eine Schneemaschine und eine Nebelmaschine und draußen im Regen wurde parallel noch die Tanzvideos gedreht, deswegen... Ja, es ist immer sehr stark, was wir hier schaffen. Ich bin zum zweiten Mal dabei und ich fand es dieses Mal auch wieder super. Also es ist ein krasser Kontrast zum Tanzen. Jetzt haben wir viel mit Technik und so kennengelernt und auch wie man zum Beispiel mit der Kamera umgeht und was wichtig ist, wenn man besonders Musikvideos filmt. Und wieder die Menschen. Also es wird ja jedes Jahr von den Menschen, hängt das alles ab, was am Ende rauskommt. Aber wir haben so viel geschafft. Also nicht nur wir in der Mediengruppe, sondern eigentlich alle Gruppen haben richtig viel gemacht und richtig gute Sachen, wie zum Beispiel die Songs oder sowas und die Musikvideos. Ich glaube, das wird auch richtig gut, ja. Ja, und okay. Wir haben auch gestern darüber geredet, wie krass es ist, wie talentiert und motiviert die ganzen Menschen hier immer sind, weil alle ziehen wirklich durch, was sie machen wollen und das ist immer schön anzusehen. Nicht zu oft überlasten, jeden Tag lauter Gedanken am Tanken, die sich verschranken und mich abhängig machen wie Banken. Sag mir, sag, wo will ich landen? Jeden Tag entscheidest du dich, ob Angst zu Mut wird oder nicht, ob der Tag gut wird oder nicht, ob du bist oder nicht. What I give is not-